Vor 3 Monaten umstellen 17 Polizeiautos das Haus von Manuel S., durchsuchen es. Nun soll er festgenommen worden sein. Im September hatte der 41-Jährige gestanden, die Leiche von Peggy abtransportiert zu haben. Ermordet habe das Mädchen aber ein anderer. In einem Bushäuschen in der Poststraße, so gibt der Beschuldigte an, will er das leblose Mädchen von dem Mann übernommen haben. Er gibt weiter an, dass er das Opfer in eine rote Decke gewickelt, in den Kofferraum seines Fahrzeugs gelegt und dann in einem Waldstück in Thüringen, dem späteren Fundort, abgelegt habe. Außerdem habe er wenig später den Schulranzen und die Jacke des Mädchens verbrannt. An Peggys Leiche wurden Spuren von Torf gefunden, mit einem Bezug zu Pflanzarbeiten, die Manuel S. am Tattag ausgeführt hatte. Der Fall Peggy beschäftigt die Ermittler seit 17 Jahren. Das Mädchen verschwand auf dem Heimweg von der Schule im bayerischen Lichtenberg. Teile ihrer Leiche wurden erst vor 2 Jahren von einem Pilzsammler entdeckt. Manuel S. gehört zum Bekanntenkreis von Ulfi K. Der geistig beeinträchtigte Mann hatte nach dem Verschwinden von Peggy im Jahr 2001 erklärt, er habe die 9-Jährige umgebracht. Dafür wurde er 2004 verurteilt. Später widerrief er seine Aussage und wurde 2015 freigesprochen. In seinen Verhören hatte er Manuel S. offenbar immer wieder belastet. Diese soll heute noch dem Haftrichter vorgeführt werden. Der 41-Jährige hat für die Tatzeit nur ein dünnes Alibi. Er hatte Urlaub an dem Tag, als Peggy verschwand.